Premiere in Herzogenaurach. Die Schaeffler AG hat ihre Hauptversammlung im Jahr 2020 virtuell abgehalten. Aufgrund der Corona-Krise und der geänderten Gesetzgebung wurde die Veranstaltung live ins Internet übertragen. Eine Ausnahmesituation, wie Familiengesellschafter und Aufsichtsratsvorsitzender Georg Schaeffler sagte. Das ist ein komisches Gefühl. Ich glaube, wir würden uns alle freuen, wenn Aktionäre da wären. Eines der wichtigsten Themen von Georg Schaeffler, mit dem er sich an die rund 600 Teilnehmer im Stream richtete, das neue, von der Hauptversammlung gebilligte Vergütungsmodell für die Vorstände. Das neue Vergütungssystem legt einen Fokus auf eine langfristige und nachhaltige Unternehmenswertentwicklung und stärkt die Kapitalmarktorientierung. Zum Abschluss seiner Rede wandte sich Georg Schaeffler an alle Mitarbeiter der Schaeffler-Gruppe. Im Namen des Aufsichtsrats danke ich den Mitgliedern des Vorstands, den Führungskräften sowie allen anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Schaeffler AG und der Konzerngesellschaften für ihren hohen Einsatz und die konstruktive Zusammenarbeit und darf jetzt das Wort an Herrn Rosenfelder begeben für seinen Bericht. Dankeschön. Mit Blick auf die aktuelle Corona-Krise betonte der Vorstandsvorsitzende Klaus Rosenfeld in seiner Rede, wie groß der Zusammenhalt innerhalb des Unternehmens ist. An die Familiengesellschafter gewandt, sagte er: Sie haben als Familiengesellschafter das Unternehmen geprägt und durch Ihren unermüdlichen persönlichen Einsatz dafür gesorgt, dass die Unternehmenskultur trotz aller Herausforderungen in den letzten Jahren intakt geblieben ist. Und an die Mitarbeiter gewandt, sprach er seinen Dank aus. Im Namen des gesamten Vorstands möchte ich mich daher abschließend noch einmal sehr herzlich bei allen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken. Klaus Rosenfeld betonte weiter, dass es mit der bald startenden Strategie 2024 darauf ankomme, den Fokus innerhalb der Schaeffler-Gruppe weiter zu schärfen. Entscheidend für den Erfolg sei dabei die Aufstellung als Automobil- und Industriezulieferer. Die aktuelle Krise zeigt, wie schlüssig dieses Konzept ist. Es überzeugt insbesondere dann, wenn wir noch mehr Synergien zwischen den drei Sparten schaffen können. Unser Anspruch für die gesamte Gruppe und alle ihre Geschäfte bleibt dabei hoch. Denn wir wollen Fortschritt gestalten, der die Welt bewegt. Mit Blick auf die Zukunft thematisierte der Vorstandsvorsitzende zum Abschluss seiner Rede das Thema Nachhaltigkeit für Schaeffler. Nachhaltigkeit ist seit vielen Jahren bei Schaeffler fest verankert. In Zukunft wird das Thema noch mehr an Bedeutung gewinnen. Vor diesem Hintergrund wurde auf der Hauptversammlung neben der Ausschüttung von 45 Cent pro Vorzugsaktie auch die Aufnahme von Nachhaltigkeitszielen in die Vorstandsvergütung beschlossen. Für das Geschäftsjahr 2020 hat der Aufsichtsrat als weiteres Leistungskriterium Nachhaltigkeitsziele festgelegt. Damit soll unter anderem die Steigerung der Energieeffizienz gefördert und ein sogenanntes CDP-Rating der Schaeffler-Gruppe von mindestens B erreicht werden.